Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde aus wie paar. Und heute kaufen wir uns mal einen Raum für Enhancement. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ist 178 Quadratmeter groß, hat 2 Etagen und 6 Räume. Ja. Neues Jahr, neues Ich ist ein Motto der Einwohner von Neu-Peking, die Cyberware lieben. Oder ehrlich gesagt, ja, was Neues Ich. Also vielleicht neue Wohnung, neues Ich. Das gefällt mir. Wir kaufen das Haus. Let's go. Also, ja, sieht ganz schön aus. Ich hoffe, da gibt es viel zu machen, weil Leute, sonst geht dieses Video wieder zu kurz. Ich mag es lieber, wenn so Videos wirklich 10 Minuten lang gehen. Als so nur 8 oder so. Ja. Mindestens über 10 sollte es schon gehen. Aber mal sehen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So. Ach ja. Irgendwie dauert Hausfieber jetzt ein bisschen länger zum Laden, ne? Als sonst. Oh, da ist es ja. Ich sehe gar nichts. Ach so, das ist ein Spiegel, ich Dulli. Das habe ich ja null gesehen. Okay, ich... Gut. Oha, Junge. Was ist hier passiert? Macht das Licht aus. Ey, diese Küche habe ich auch in meinem Haus. Also jetzt nicht im echten Haus. Das wäre schön. Sondern hier im Dingshaus, hier im Haus. Also mein Büro, sage ich mal. Ist eigentlich ganz geil hier. Ist ja auch weg. Nö. Licht. Kann wirklich hier alles ausmachen, ne? Kann man auch das Licht ausmachen? Ja, man kann wirklich jedes Licht ausmachen. Ist das räudig? Wir hatten schon Bock, hier alle Lichter auszumachen. Okay, so. Hab ich jetzt alle weggemacht? Ich frage mich auch, wurde das nicht eigentlich immer angezeigt, wenn man ein Haus kauft tut, dann wurde es doch eigentlich immer angezeigt, was hier überall noch rumliegt. Also, es wurde hier rechts dann so angezeigt. Aber irgendwie ist es weg. Das wurde, glaube ich, ganz früher mal angezeigt. Ich habe auch keine Ahnung mehr. Das ist auch schon zu lange her. Also ich spiele ja jetzt Hausfieber schon, glaub, fast 2 Jahre oder so. Also, keine Ahnung. Und es ist ja auch... Also ich habe dieses Spiel ja fast komplett durchgespielt. Wenn ich mir alle Häuser kaufe, dann ist ja auch dieses Projekt hier vorbei. Dann werde ich da nichts mehr drehen drüber. Also ich habe, glaube ich, jetzt... gelogen, glaube ich, schon so... 60, 70 Videos von Hausfieber gedreht. Und, ja. Irgendwann reicht es natürlich auch mal, ne? Ist das ein Kühlschrank, sag mal? Das ist ein Kühlschrank. Ich dachte, das wäre eine Tür. Oha, hier sind Bonbons. Jo. Das hier ist der Ausgang, ne? Ja. Ne, raus will ich hier noch nicht. So. Ja, man kann hier einmal komplett rum. So. Ey, wer hat hier schon wieder gewohnt? Wieder nur Messis oder was? Nichts gegen die Leute. Aber die leben so. Ist hier irgendwas weg? Nö, ne? Nö. Machen wir mal hier überall Licht an. Wenn es geht. So. Das denn? Ha. Was für ein Chaos, oh je. Ja, das ist wirklich Chaos. So. Hier liegt aber noch irgendwas. Das hier, ah. Hier liegt auch noch irgendwas. Oh, Flammenwerfer. Ja, weiß ich ja nicht. So. Jo. Zack. Und hier liegt noch irgendwo was. Angeblich liegt hier irgendwas. Ah, es hängt einfach nur ein bisschen rum.
Okay, gehen wir halt hier rein. Das Licht geht nicht. Ist kaputt. Wir haben halt kein Licht, ne? Was soll man sagen? So. Ist das hier für Store? Cyberpost. Junge. Seit wann gibt's das in diesem Spiel? Finde es auch cool, dass man sich jetzt hinsetzen kann, Junge. Einfach so ein bisschen sitzen, weißt du? Mal so das Leben genießen. So. Machen wir das hier mal weg. Ich glaube, das ist auch schon der letzte Raum, kann das sein? Wir haben dieses Spiel schon. Also, wir haben das ja übelst schnell gespielt, schon wieder. Und wir sind gerade mal bei 5 Minuten, Leute. Glaube, da fangen wir schon mal ein bisschen das nächste Haus an, würde ich sagen. Haben wir jetzt ja alles? Ja. Ich glaube, wir haben das jetzt hier schon. Hallo? Geh wieder zu. Digga, wo leben wir, Alter? Ey, da ist dieser. Ist das ein Cybertruck? Ein Tesla Cybertruck? Leute, ich muss jetzt irgendwie noch auf 10 Minuten kommen. Was machen wir denn jetzt? Wir können ja hier ein bisschen Sachen aufräumen, oder? Hier, die Tasse zum Beispiel. Oder diese Bücher. Ist das der deutsche Pass? Ne, ist ein Notebook. Der sieht aus wie ein deutscher Pass. Was ist das hier eigentlich für. Achso, da sind irgendwelche Energy-Dünger. So, die Tasse nehmen wir mal mit in die Küche. Die Küche ist wo? Haben wir keine Küche oder was? Sind wir arm? Ah, so, wann kann man das öffnen? Junge, das ist ja übelst geil. Man kann einfach Dinger jetzt öffnen. Bam, bam. Geh auf. Geh auf. Wo ist denn die Küche? Ach, hier oben ist die. Ich depp. Wollte schon sagen, die haben doch eine Küche. So, wer keine Küche hat, der kann auch gar nicht leben. Kann man die Lichter auch ausmachen? Nö. Kann man nicht. Kann es ja auch nirgendwo hinstellen. Ey, das ist doch behindert. Kann man die anmachen, als ob. Ach so, das Licht kann man anmachen. Wow. Es gibt sogar einen Toaster. Den kann man anmachen. Hallo? Den stellen wir hier so in die Ecke. Eigentlich müsste der ja so herumstehen. Oder? So herum. Was ist das hier eigentlich? So. Zack. Räume die Bude hier ein bisschen auf, Alter. Zack. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Nimm die Tasse auch noch mal mit. Gucken wir mal, was es noch so an Sachen gibt, die hier vorhanden sind. Moment. So, jetzt. Die können wir auch mittig stellen, das ist geil. So. Machen wir auch mal an. Ah, die Bücher, die können wir noch reinstellen. Als ob ich jetzt jedes scheiß einzelne Buch da reinstellen muss. Naja, was soll's. Machen wir halt, ne? Hallo? Hier rein, danke. So. Zack.
Leute, egal. Wir lassen die da jetzt liegen. Wir verkaufen jetzt das Haus. Wir sind nämlich jetzt bei 10 Minuten angekommen. So, zur Auktion gehen, ja. 96.000. Oha, wir kriegen jetzt schon 111. Leckos mio in my Tash, Alter. Komm in mein Tash, komm in meine Tash. 117 schaffen wir noch. Okay, wir schaffen auch die 118. 21.000, Digi, let's go. Machen wir hier noch 2.000 mehr und dann läuft es. Ja, perfekt. Angebot annehmen, Leute. Wir nehmen natürlich das Angebot an. Wer hätte es gedacht? So. Komm, lad schneller hier. Vamanos. Vamanos, Vamanos, Vamanos. Vamos aya playa. Bam, 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 bam. Ich laber gerade irgendwelche Scheiße, Alter. Komm jetzt, lad. Du bist das Stück Schitte. Sehe ja auch jugendfrei bleiben, ne? Mein Arbeitszimmer ist meine Visitenkarte. Es soll schick sein. Dann mach sie die schick. So. Zack. Ey, es lädt echt übelst lange. Ah, es ist fertig. Also ich kann mal kurz gucken, wie viele Häuser haben wir noch zu kaufen. Na, noch 17. Noch 17 Videos gibt es von diesem Spiel. Und dann ist es vorbei. Das ist doch schade, oder nicht? Es ist wirklich schade. Aber Junge, 12 Räume, Alter, let's go. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpassen tut. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sano. Ciao, ciao. Auch wenn uns gerade 7 Stunden trennen, ich würde 1000 Kilometer auf mich nehmen. Durch die Tiefsee würde ich tauchen und den höchsten Berg erklimmen. Würden Marathon laufen, nur um heute Nacht in deinen Armen zu pennen. Oh, oh, in deinen Armen zu pennen. Oh, oh, durch die Tiefsee würde ich tauchen und den höchsten Berg erklimmen. Für einen Marathon laufen, nur um